So, Männer, wir brauchen heute noch ein Intro und ich glaube, es wäre heute mal Zeit für einen kurzen Witz, oder? So als Intro finde ich doch nicht schlecht, oder? Liebe Jungs und Mädels, was bedeutet denn auf Chinesisch Oberschenkelbeinbruch? Ganz einfach, knicki, knacki, Gott, ist der schlecht. What's up, verehrte Gentlemen? Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Mein Name ist Fantastic. Herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, es ist Division Rivals Rewards Zeit. Ja, es ist wahrscheinlich heute das letzte Mal, dass wir versuchen werden, ein Serie A-Tots zu ziehen. Wir haben ja schon ein bisschen Fortschritt gemacht, ne? Also derjenige, der bisher noch nicht dabei war, dem kann ich auf jeden Fall mal zeigen. Guckt mal hier, also es ist auf jeden Fall schon ziemlich viel zusammengekommen, aber so richtig ein paar Banger fehlen noch hier. Das ist mein Serie A-Team übrigens, mit dem ich den Serie A-Cup spiele. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Freunde, spielt den Serie A-Cup, da könnt ihr unglaublich viel Plus machen. Sage ich euch so, wie es ist. Heute ist Division Rivals Rewards Zeit. Auf dem Plan steht heute, ihr kennt das vielleicht von letzter Woche, wir werden die Rewards gemeinsam aufmachen, jetzt uncut. Und danach springe ich mit euch in die Upgrades rein, weil ich werde natürlich alles, was wir hier kriegen, in die 82 plus Spielerwahl reinschmeißen, weil ich einfach finde, die andere lohnt sich irgendwie nicht. Also bin ich der Meinung. Kann natürlich auch sein, dass das manche Leute anders das sehen. Wenn euch das Video gefällt, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar und mit dem Abo-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Das sind die letzten Rewards für Rang 1, für Season 6. Wir gehen rein, wir holen uns den Lachs hier ab. Und natürlich eben, weil wir ja die Upgrades machen, werde ich selbstverständlich hier wieder die Untauschbaren nehmen. Weil du kannst mit so wenig Karten eigentlich nur noch Plus machen. Muss man aber natürlich dazu sagen, manche machen das auch ein bisschen auf eine andere Taktik. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr das auswählt, jeder einzelne Goldspieler kostet momentan noch 1100. Dementsprechend überlegt euch das. Ich gehe lieber auf die Untrade-Methode. Dementsprechend, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Also, da sind wir doch. Zwei Jumbo seltene Spieler-Pack, also zwei 100k-Packs, zwei 50k-Packs und zweimal zwei seltene Goldspieler. Und natürlich, ja, damit starten wir natürlich auch das wundervolle Team of the Week-Pick. Wenn ihr das Video letzte Woche gesehen habt, ne, dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt wissen, was da wahrscheinlich passieren wird. Das ist ein Spieler von 5 Foot Champions von Team of the Week 33 besetzt. Aber ich glaube nicht dran, dass hier was Gescheites drin sein wird, war letzte Woche auch schon so. Ja, gut, also ihr seht, das ist absoluter Quatsch, ne? Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hiermit anfangen soll, ne? Amrabat oder Harrison. Ja, komm. Als roter Player-Pick, komm, nimm mal Harrison. Ich meine, besser als 74 geht ja nicht. Surridge und allem. Nee. Nee, da gehen wir mit Harrison. Also wie gesagt, das ganze Team of the Week war dieses Jahr einfach nur komplett sinnlos. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Es gibt natürlich noch die Elite Division Rivals Belohnung, gibt es natürlich auch, weil ja jetzt Ende ist, ne? Es ist ja jetzt Ende der Season bald. Bei mir ist es jetzt auf jeden Fall so, da kommen nochmal 200k-Packs drauf. Und natürlich für die nächste Saison Nummer 7 gehe ich natürlich eine Division runter, als jetzt Division 2. Aber ist natürlich nicht schlimm, ne? Also daher ist nicht verkehrt. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob schon die neuen Spieler draußen sind. Beziehungsweise ob der Saisonfortschritt schon genullt wurde. Ja, tatsächlich. Da will ich mal ganz kurz gucken, was es hier gibt. Linsen, Gips. Ach du Scheiße. Oh, liebe Zeit. Und auf Level 30.
Ferrati. Arianit Ferrati. Ist ja geil von Fortuna Sittard. Ja, aber. Ja, EA. Nee, ich sag nix. Nee, komm. Lass mal das Thema. Wir gehen Richtung Rivals. Ja, wir gehen Richtung Rewards. Also, wir haben 400 K-Packs, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, und die sind alle vier untauschbar. Wir haben zwei seltene Goldspieler-Pack. Damit fangen wir auch an. Ich lass mich mal überraschen. Vielleicht geht hier was, vielleicht geht hier nichts. Wir werden es sehen. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie zumindest noch ein bisschen was Sinnvolles dabei ist, mit dem ich irgendwie arbeiten kann. Wobei, wie gesagt, da wird sowieso alles in die Upgrades gesteckt. Also daher ist es eigentlich völlig wurscht. Aber natürlich gibt es natürlich immer noch die minimale Chance, eine Icon zu ziehen oder so. Ne? Darf man nicht vergessen. Ich habe bisher nur eine einzige gezogen und das war offline. Und das war die Drogba Prime, tatsächlich. Konnte ich leider nicht viel damit anfangen. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann mal anders da werden wird. Das ist ein 83er Heuberg. Naja, aus einem zwei seltenen Goldspieler-Pack, das ist jetzt... Ja, mein Gott, das ist in Ordnung. Das ist okay. Ist halt alles untauschbar. Aber man kann alles für SBCs brauchen. Apropos SBC, das ist nämlich noch ein Ziel, was ich vor mir habe. Und zwar, ich habe tatsächlich noch den Kessier noch nicht gemacht. Ja, der läuft nämlich morgen aus. Und den würde ich noch echt gerne machen. 187.000 reicht mir da noch nicht so ganz. Aber ich werde natürlich mit den Upgrades noch einiges dazu kriegen, gar keine Frage. So, erstes 50k-Pack. So, das könnte jetzt der Anfang sein, wo es richtig interessant wird. Okay, wir machen auf. Okay, das ist nix. Das ist ein Italiener und das wird Bonucci sein. Ja, das ist auch so. Das ist der 85er Bonucci. Aber das sind so Spieler, wo ich tatsächlich sagen muss, ach, das geht aber eigentlich. 85, 84, 83. Das ist tatsächlich in Ordnung. Das sind so Karten, wo ich wirklich sagen muss, die kann man auch wirklich brauchen. Die kann man auch wirklich brauchen. Also gerade hier wegen der Kessier SBC. So, wir gehen ins 50k-Pack Nummer 2. Achtung. Walkout. Groß. Ja, Toni Groß. Toni Groß, der beste Deutsche aller Zeiten. Ja, wie manche Leute ja sagen. Der beste Deutsche aller Zeiten. Mensch, da merkt man doch gleich, dass du Deutscher bist, Mann. Meine Güte, hä. Toni Groß. Aber ganz ehrlich, also... Ja, gut, Radetzky und Süle hinten. Ja, gut, okay. Aber das geht natürlich auch absolut fit. Und wie gesagt, das sind Karten. Genau solche brauche ich, um die SBC abzuschließen. Also das passt mir perfekt. Und alle anderen gehen sowieso gleich in der SBC. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich vielleicht sogar das Serie A Upgrade statt dem Spielerwahl mache. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Werde ich gleich spontan entscheiden. So, das war Pack Nummer 4. Wir gehen jetzt in die 400k-Packs. Und da muss was drin sein. Ich verstehe übrigens nicht, warum hier die Beschreibung anders da ist. Weil hier steht zweimal 24 Items, alle Spieler, alle Gold, alle selten. Das steht hier auch, aber irgendwie in zwei verschiedenen Varianten. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, okay. Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Wir starten mit dem ersten 100k-Pack. Achtung. Das ist nix. Ja. Ja, klasse. Das ist Matthias Ginter. Es ist echt traurig, ne? Das ist echt traurig. Was ist das denn? Oje. Ich habe ja tatsächlich letztens Messi 95 gezogen, ne? Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist das andere Problem an der Geschichte. Naja. Schau mal einfach mal. Ich muss mal einen ganz kurzen Break machen, weil ich muss gerade mal kurz eine 82 plus machen mit Nani. Ich bin gleich wieder zurück. So, ihr kennt das Spiel ja. Der eine geht, der andere kommt. Also, Nani habe ich jetzt in der SBC reingeschmissen. Das ist einmal eine 82 plus Goldspieler SBC. Die machen wir schon nochmal auf. Und das ist ein 84er Fernando. Den nehmen wir natürlich auch mit. So ungefähr stelle ich mir das vor. So ungefähr stelle ich mir das wirklich vor.
Aber so ein Tots wäre halt noch nicht so schlecht. So ein Tots wäre halt doch nicht verkehrt in den drei Packs hier. Komm, da muss noch was gehen hier. 100k Pack Nummer 2. Das ist auch nix, aber ein Walkout. Harry Kane. Ah, Sterling. Aber auch gut. Auch gut. Ist auch ein 88er. Ist auch gut. Ja, also... Ja, da kommt der Stier. Da kommt der Stier einfach mal da angerannt. Also in Raheem Sterling finde ich auch... Gott, diese Karten sind so scheiße, ne? Es ist echt... Was soll ich damit, Jungs? Meine Güte. Check. Check, das Wasser ist so kalt. Ja. Ah, meine Güte, Herr. Oh, das sind schon die nächsten Anwärter für die SBC hier. Also gut, das 100k-Pack war auch nix. So, ich schmeiß die Herrschaften gerade mal kurz in der SBC und melde mich dann gleich wieder. So, ich meine, es tut natürlich weh, ne, so ein 83er reinzuschmeißen. Aber ich meine, Duplikat ist Duplikat, ne. Und ich meine, ich kann ihn momentan nicht woanders reinschmeißen. Daher, gut, also, raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. So, und die 82 plus SBC, die nächste. Oh, na was? Das ist auch sehr, sehr gut. Ich finde es übrigens witzig, dass hier Eriksen nochmal kommt. Finde ich sehr, sehr witzig. Danke, EA. Aber Keylor Navas, das ist absolut auch okay. Das ist der dritte 88er, den wir gezogen haben, ne? Also, ich muss tatsächlich sagen, das könnte auch schlimmer laufen. Also daher finde ich nicht schlecht. Aber trotzdem, da muss noch ein Tots drin sein. Komm, mach nochmal. Mach nochmal einer jetzt. Nee. 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 Nee, Thielemans, so nicht. So nicht. Nee. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Ja, und da sind wieder vier Kollegen, die sich für eine SBC bewerben. Das ist kein Problem. Bewerbung wird angenommen. Freunde, bin gleich zurück mit der nächsten 82 plus. Bis gleich. So, die nächsten geringen Verdiener sind auf jeden Fall am Start. Also, zack, alle vier neu ersetzt und die nächste 82 plus hier reingehauen. Versuch Nummer 3 auf dem Weg zum Glück. Aber wir waren ja eigentlich gut dabei bisher. Cavani 85, das ist auch... Alter, was für eine Auswahl. Zwei 84er und 85er, das ist auch nicht verkehrt. Cavani zu kriegen, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Man darf übrigens nicht vergessen, ich habe noch das Eike Momente Player Pick Upgrade, aber ich bezweifle irgendwie, dass ich das machen werde. Ich bezweifle es irgendwie, weil es halt echt schweineteuer ist, ne? Das ist halt so das andere Problem. Letztes 100k Pack für die Rewards. Komm, mach nochmal einen Walkout. Da ist er. Der ist blau. Ja. Ja. Ciao, Paulo. Ja. Ui. Ui, und Kane dahinter. Ui, starkes Pack. Alter, was für ein starkes Pack. Zwei Tots und Kane dahinter. Und Thiago Silva. Drei Walkouts drin in dem Ding. Okay, ich habe nichts gesagt. Das finde ich tatsächlich nicht verkehrt. Das ist tatsächlich gut. Gutes Pack. Wirklich gutes Pack. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Zwei Tots und ein Harry Kane in einem Pack. Das ist ja Wahnsinn. Aber gut, wird wahrscheinlich... Ja, gut. 24k. Ja, 50k. Ja, gut. Und Kane, wo liegt der eigentlich? 35k, 34k. Ach, da könnte man ja sogar mal H-Plus gemacht. Das gibt's ja gar nicht mehr. Das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. Aber, ja gut. Also mit den Karten werde ich Kessier auf jeden Fall abschließen können. Kein Ding. Also daher... So, das waren die Rewards. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die restlichen Player-Picks. Die tue ich jetzt für euch vorbereiten und bin sofort wieder am Start. Bis gleich. Wenn man bedenkt, was wir jetzt schon gezogen haben und wir haben hier noch 10 Player-Picks zusammengekriegt, ne? Ich muss dazu sagen, wir werden uns das gleich nochmal angucken, ne? Also ich hatte davor keinen einzigen Gold-Selten-Spieler mehr und ich habe gerade in den Verein geguckt, da hat sich wieder einiges angesammelt, mein lieber Mann. Aber wir gucken natürlich, vielleicht kommt hier noch was dazu. Wer weiß, vielleicht sogar noch ein Tots, wer weiß. Schauen wir mal, wir haben jetzt noch 10 Player-Picks. Gucken wir mal.
was wir hier noch so rauskriegen. Wir starten mit Nummer 1. Das ist ein Luke Shaw. Den habe ich auch noch nicht. Das ist ein 84er. Den nehmen wir mit. Nummer 2. Vielleicht ab und an, vielleicht auch mal schütteln. Vielleicht mal kurz schütteln. Ja, Riyad Mahrez. Ja, einmal geschüttelt, 86er. So können wir weitermachen. So macht mal SBC, Freunde. Ja, Gerard Moreno. Nehmen wir auch noch einen 86er. Das ist gutes Fahrwasser hier, 86. Das ist gut, aber könnte auch mal blau werden. Mach mal blau. Hm. Komm, ich nehme ihn jetzt mit. Dann muss ich ihn später nicht mehr ertragen. Der kommt bestimmt eh safe nochmal. Ihr wisst, Kevin Volland und ich, wir werden keine Freunde mehr. So, Nummer 5. Mach mal blau. André Silva. 84er, gut. Aber ich beschwere mich nicht, ne? Also, Auswahl ist gut. Auswahl ist top. Aber da könnte doch so ein Top-Mann dabei sein. Nee. Nee. Marco Asensio. Ja. 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 Komm, geh mal höher. Fabinho. Ja. Ja. Fabinho darf natürlich in meinen Videos nicht fehlen, ja? Den habe ich beim letzten Mal... Oh Gott, nee. Jetzt ziehe ich ihn wahrscheinlich nochmal, ne? Das ist jetzt der Joke dahinter, oder? Da kommt er jetzt bestimmt safe nochmal, oder? Nee. Ah, André Silva habe ich jetzt schon. Das ist natürlich jetzt doof. Aber muss ich mitnehmen? Bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich mitnehmen? Ein Duplikat, aber macht nichts. Ah, geht da noch einer? Na, was habe ich auch schon? Ach. Aber gut, okay, damit kann ich arbeiten. Kann ich in der SBC schmeißen, dann nehme ich die anderen wieder mit. Das passt. So, einen haben wir noch. Komm, mach mal blau jetzt zum Schluss. Nee, aber Hugo Lloris nehmen wir auch noch mit. Wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Player-Picks sind richtig geil. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, 10 Stück, 3 86er, ein 87er und ein 88er raus. Das ist top. Das ist top, mein lieber Mann. Finde ich wirklich nicht schlecht. Also, wir gehen das gleich mal durch, was wir hier alles aus den Rewards nochmal rausgezogen haben. Ich gehe das jetzt nochmal ganz, ganz kurz mit euch durch. So, wir sind gerade hier nochmal kurz bei mir im Team. Ich zeige euch das nochmal ganz, ganz kurz, was wir jetzt eigentlich hier alles rausgekriegt haben, ne? Also, zuerst hatten wir den Harrison Player Pick. Was soll ich dazu sagen? Schmutz wie immer, Team of the Week, man kennt's. Bonucci 85. Wir hatten einen Groß 88. Das Ganze ist übrigens nach Neuestes sortiert, daher kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut überblicken gerade. Viele, viele 83er, viele 84er. Check! Wir hatten einen Raheem Sterling, wir hatten einen Keylor Navas 88. Das sind schon allein schon drei 88er, wo wir gezogen haben. Dann ging es weiter, ein paar 83, 84, Cavani 85. Dann hatten wir hier noch Thiago Silva, dann hatten wir hier noch Fernando, ja, aus der zweiten spanischen Liga. Braucht auch kein Mensch, aber ist SBC-Futter. Harry Kane 90, João Paulo 92, Gerard Moreno 86, Fabinho 86, Lloris 87, Mahrez 86. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mit den Rewards kann man sich echt nicht beschweren. Und finde ich absolut geil. Damit lässt sich auf jeden Fall die ein oder andere SBC machen. Ich traue mich nur nicht an den Icon Player Pick, da traue ich mich nicht. Ich werde wahrscheinlich die Cassier SBC machen. Einfach, ich traue mich sonst nicht. Ganz klare Kiste. So, ich werde mir aber nochmal Gedanken machen drüber. Ich verspreche es euch. In diesem Sinne, danke, dass ihr in diesem Video hier zugeguckt habt. Das war's von mir. Mein Name ist Bentastic. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.